Ich meine, zeige ich euch gleich. Und Riske ist danach einfach davongesegelt? Sie ist mir nicht, tut mir leid, Onkel. Schon gut, sie ist positiv. Niemand wurde verletzt und du hast geschafft, die Pläne zurückzubringen. Ja, durchgefeuert. Schon wieder? Ja, die Hauptstadt liegt in Trümmern und die Piraten treiben immer noch ihr Unwesen in der Stadt. Ich würde also eine Anzeige einschalten und nach einem neuen Schussgenie suchen. Eine, der diesen Piraten ein für alle Mal beseitigen kann. Heutzutage beschützen sehr viele Halbgenies die Städte. Eine von ihnen wird früher oder später in eine Küstenstadt umziehen wollen. Kostenlose Miete, atemberaubender Meerblick, geringfügiger Fischgeruch. Bewerben Sie sich jetzt. Meine Miete war nie kostenlos. Wir ignorieren einfach. Ihr wird schon wieder beruhigen, sobald der Dynamo fertig ist. Wie du meinst, Onkel. Ich sollte mich sofort wieder an die Arbeit machen. Wieso schaust du nicht, ob jemand in der Stadt deine Hilfe benötigt? Na gut. Viel Glück, Onkel. Ich bin Rek, du, Go. Wenn mich jemand braucht. Okay. Es ist halt super weird, weil auf dem Screen ist im Grunde genommen so viel Platz für anderen Shit. Oh, ich kann einfach irgendwas drücken und den nimmt einen Affen. Okay. Kann ich hier irgendwo mit dem Affen hoch, wo ich vorher nicht hin konnte? Dahin kann ich. Nee, okay. Ich glaube, die braucht Hilfe. Meint ihr nicht auch? Ich habe so meine weibliche Intuition als Halbgenie und sagt mir, dass diese Frau Hilfe braucht. Es ist schrecklich. So hilft mir doch jemand. Alle jungen Mädchen aus meinem Dorf, sie sind verschwunden. Ich habe gehört, dass ein Schutzgenie in dieser Stadt lebt. Das musst du sein. Bitte, wirst du mein Dorf helfen? Klar. Ich muss aufs Klo. Das könnte natürlich auch sein. Vielen Dank. Hier ist eine Karte nach Mermaid Falls. Du wirst dorthin fliegen müssen, und zwar schnell. Bevor noch mehr junge Mädchen verschwinden. Okay. Was ist eigentlich hier? Ich brauche dieses Loading... Aha. Mhm. Aha. Oho. Mhm. Abgesperrt. Okay. Interessant. Das ist quasi so eine Bildergalerie, die du früher oder später freischaltest, ja? Du. Wie schrecklich, ich habe alle 10 Galerieschlüssel verloren, als ich auf Weltreise war. Wie wäre es, wenn du... Alter, ich schwöre, dieser Bürgermeister ist so nutzlos. Okay. Gucken wir doch mal, was wir hier in den Itemladen haben. Megatränke, füllt deine Gesundheit und Magie vollständig auf. Feuerball, Pikenball, Sturmpuff, Blase. Ein Schild, das absorbiert, automatisch Anziehung, Rückwärtssprung. Erhöht die Geschwindigkeit der Transformationstänze? Reduziert die... Okay, wir brauchen noch 7 mehr, wir brauchen ganz klar eine Bikini-Rüstung. Einfach aus Prinzip. Mir fehlt noch einer. Okay. Okay. Oh, Creme und Shampoo gibt's auch. Obwohl ich meine, ich könnte das skippen. Was? What the warp Tanz? Tanze, um dich an bereits abgeschlossene Abschnitte innerhalb der Welt zu teleportieren.
Vielleicht später zum Bett trinken? Aber wahrscheinlich jetzt noch nicht early. Ich möchte zuerst mal meinen Schaden reduzieren. Weil hat sich nichts geändert, Fields Batman. Okay. Wir speichern mal. Und dann vermute ich mal Pfeife benutzen. Man kann die ein- und ausschalten? Das ist weird. Das ist sehr weird. Aber okay. Warum kann ich die nicht verwenden? Muss ich zur Sky? Muss ich vielleicht hier aus der Stadt raus und die dann verwenden? Kann ich nicht. Gehen wir mal zur Sky. Diese Karte führt nach Mermaid Falls. Gehst du da hin? Sieht so aus. Sehr vorsichtig, die Meerjungfrau doch können sehr gefährlich sein. Besonders der Salzwassertyp. Die werden wir nach. Die werden mir nicht zuvorkommen. Ich bin schließlich der Wächter. Spaß dir. Ich würde dich gern jemandem vorstellen. Hallo, wer bist du? Ach, das weißt du nicht? Deine Nachfolgerin? Was? Holly Lingerbean, Halb-Genie-Heldin. Aber du kannst mich Holly nennen. Deine Mutter war ein Genie? Das stimmt. Und mein Vater war ein Zauberer. Ich bin in so einem Längen magischer als jeder andere Halb-Genie. Ha! So funktioniert das mit Babys, ne? Es ist wahr. Sie hat meine Nase gestohlen und ihren eigenen Daumen entfernt, während ich zugesehen habe. Weil sie unser neuer Schutzgenie ist, hätte ich gern, dass du ihr eine kleine Einführung gibst. Ich? Kein Ding, Bürgermeister. Ich bin mir sicher, dass ich auch ohne sie zurechtkomme. Ich mach mich mal vom Acker. Ich kann nicht glauben, dass er das wirklich getan hat. Warte mal. Er hat mich einfach ersetzt durch diese rotznäsige Kleine. Aber, du brauchst dich nicht so hineinzusteigern. Davon abgesehen, bist du auf einer Mission schon vergessen? Du hast wohl recht. Gut, auch nach Mermaid Falls. Ja. In Scuffletown muss ich immer zu Sky. Vermutlich wegen Kloppner oder wegen Brüsten, wegen... Ihr Vater war Bühnenzauberer, nicht ein richtiger Zauberer. Ja, das könnte gut sein. Okay, ich kann also auf jeden Fall auch wieder zu alten Dingern zurückfliegen, wenn ich backtracken will. Das ist gut. Das finde ich strange. Dass du jedes Mal, wenn du ein neues Gebiet betrittst, fragst, möchtest du speichern. Warum kann der nicht einfach so Autosave machen oder so? Warum ist Bolo mitgekommen? Sieht so aus, als wäre ich hier richtig. Zum letzten Mal, Bolo, ich schaff das alleine. Dein Onkel ist aber anderer Meinung. Er hat darauf bestanden, dass ich dir helfe. Bis er eine Maschine entworfen hat, mit der er dich ersetzen kann. Ach, na gut, machen wir uns an die Arbeit. Das Mädchen in Shuttletown meinte, dass die Anwohner hier reihenweise verschwunden sind. In einem Moment sind sie hier und im nächsten Moment, puff. Spurlos verschwunden. Verschwunden? Wie das? Es ist ziemlich offensichtlich, wer hinter all dem steckt. Die Antwort lautet... Squid Baron. Fischleute? Ich habe gelesen, dass Meerjungfrauen wunderschön, aber oft eitel sind. Und alle Opfer waren süße, unschuldige und bezaubernde Mädchen. Es muss etwas mit Eifersucht zu tun haben. Das bedeutet, ich bin vielleicht als nächstes dran. Bolo, please. Nicht wirklich. Mädchen sind zwei schon. Weiblich. Nicht schon wieder. Was? Du grenzt mich aus.
Ich vermassle eine Lieferung und plötzlich bin ich nutzlos. Aber, hä? Schon seit unserer Kindheit bist du die Heldin und ich immer der Trottel. Ich habe es satt, andauernd in deinem Schatten zu liegen. Ich werde ein für alle Mal beweisen, dass ich genauso heldenhaft bin wie du. Polo, komm zurück! Diesen Ausdruck gibt's gar nicht. Dieser Dummkopf. Er wird nicht mal 5 Minuten durchhalten. Polo, please. Achso, das ist Vordergrundwasser. Doom, doom, oh mein Gott. Wie sexy die Krabben jetzt aussehen. Okay, und die haben definitiv upgraded Moves. Und sehen anders aus. Well, maybe ein Bubble-Schild später wäre eine Idee, ne? Ich komme da nicht hoch, wirklich? Ich komme da echt nicht hoch, Alter. Wie ich hier nicht hochkomme? What the fuck, das wurmt nicht. Da komme ich auch nicht hin? Ach genau, Affe. Okay, ich bin dumm. Ich bin noch in Pirate's Curse, wo du keine Transformations hast. Das hat nichts mit Wacht zu tun, Dude. Das hat damit was zu tun, dass im letzten Spiel, was ich gestern gesuchtet habe, es keine Transformations gab. Aber stimmt, ich habe ja Wandsprung und so ein Shit. Alter. Langsam gehen mir die Mails auf den Sack, ne? Ich habe das noch nicht ganz gerallt. Ich muss in die Richtung drücken. Okay. Okay, das ist Magic. Also ich habe schon gemerkt, dass da, also ne, dass diesen Beat. Und immer wenn ich quasi, wenn ich jetzt nach links drücke und ein Beat kommt, verwandle ich mich. Das habe ich schon gerallt. Aber ich vermute, dass du, sobald ich mehrere Transformationen habe, wird das wahrscheinlich einfacher. Ich hasse euch, Bitch. Was zur Hölle ist das hier? What? Okay. Kann ich noch nicht kaputt machen, ne? Also die kleinen kann ich kaputt machen, aber die großen nicht. Okay. Komm zurück! Ich kann quasi transformieren und dann einfach in eine Richtung drücken und dann Transform ziehen.
Aber auch wie gesagt, nur wenn ein Beat kommt. Also zumindest ist das was, das Gefühl, was ich bisher hab. Ich hasse es, dass ich diese blöden scheiß Mermaids nicht out-DPSen kann. Sehr nervig. Okay, gucken wir mal, was hier ist. Gegner scheinen auf jeden Fall nicht sinnlos zu respawnen. Ich drück den Need. Ja, es geht definitiv schneller als das aus dem ersten Spiel. Das im ersten Spiel, also in Risky's Dings, in Risky's Revenge war es halt ein bisschen stupid. Weil du musstest halt, oh nein, ich brauche jetzt Mermaid. Und dann sitzt du da jetzt erstmal 2 Minuten und wartest, bis deine Transformation fertig ist. Es geht definitiv schneller. Der Affe hat einen eigenen Sound, wenn er getroffen wird. Das ist süß. Okay. Okay. Speichern, ja, schon. What the fuck? What the fuck? Das Relic für Waffen ein. What the? Okay. Mein Gott, das ist ein Tanky-Dino. Halt ein bisschen Geld. Mit Rabi, ich werde mir wahrscheinlich eh alles Spells wiederholen. Of course, reasons. Was? Moment. Ach so, entstehen Mermaids, ja? Genau so. Nicht anders. Wer ist denn auf die Idee gekommen, Alter? What the fuck? Muss mal eben mein Glas voll machen hier. Ja, falls ich schon mal immer mehr gefragt habe, wie Ariel geboren wurde, ne? So, nicht anders. Will dir nur das Grinden sparen? Ich würde wahrscheinlich sogar so grinden, ich kenne mich. Mich halt wundert ist, dass die Plattformen hier so komisch aussehen. Dieser Fisch von hat er eigentlich einen Bruder, was? Der Fabius, nicht der komische, hässliche, gelbe Fisch, den niemand mochte, an den sich gefühlt niemand erinnert. Weil das eigentliche Highlight halt Sebastian war. Na, ich habe gerade nicht hochgehalten und sie hat sich festgehalten. Sie hat sich festgehalten. Warum? Moment, ich drück nichts. Ich brauche nicht mal hochdrücken dafür, okay. Was soll ich hier? Hier war ich doch gerade. Was? Moment. Mhm.
Oh, ich hab's gesehen. Affe. Moment, kann ich mich in der Luft transformieren oder mich als Affe festhalten? Ich kann mich als Affe einfach festhalten. Ich kann dich beruhigen, Nurgel. Meine Zeit im Kindergarten war dank Lars des Eisbärens auch nicht viel besser. Sehr viel Spaß, nicht? Aber ja, Kinder sind scheiße, unterschreibe ich. Nein, Lars, der kleine Eisbär ist nicht so cool. Lars, der kleine Eisbär ist ein scheiß kleiner Eisbär, der überhaupt keine Ahnung von gar nichts hat, Mann. Fucking Nichtschecker, der Typ. Geht gar nicht, Mann. Ich hasse Lars, den kleinen Eisbären. Einfach aus Prinzip. Viel ist das skippable, weil das nicht dran gedacht haben, Shit zu blocken. Okay. NG plus 2,5 Stunden. Ja, Ravi, reich mal ein. Bist wahrscheinlich Platz 1, Kappa. Das Ding ist, wenn ich die Viecher hier so sehe, die hier rumlaufen, würde es mich nicht wundern, wenn wir hier gleich auf den Techno-Baron stoßen. Wie komme ich da hin? Ich bin gerade ein bisschen lost in dem Level, weil ich nicht wirklich genau weiß, wo ich hin soll. Aber ich vermute nach oben. Aber da ich jetzt eben das hier gefunden habe. Nee. Okay. Maybe later. Ich muss nur noch 1,5 Stunden wegknabbern für den Weltrekord. Was? Ist der echt schon so low? Aber okay, Ravi meinte schon, dass das Game nicht so ultra hart ist. Hard Mode nur out of bounds. Out of bounds? Now you get me interested. Ich glaube, wenn ich das Spiel durch habe, muss ich mir mal angucken, wie schlimm das Game out of bounds ist. Einfach für Science. What's this? Oh, what? Wer bist du? Oh, Kunststoff, hast du geklingelt? Ich lehre hier nur die magischsten aller Tanzbewegungen. Alles Topware, keine Niete. Es gibt Verkäufer mittendrin? Wiederbelebungstanz stellt im Austausch für Magie ein wenig Gesundheit wieder her.
What? Hero Mode Out of Bounds ist circa eine Stunde in-game time. Okay. Fängt nächste Woche schon ADQ an, am Sonntag fängt AJDQ an. War das Sonntag? Samstag oder Sonntag? Ich bin mir nicht 100% sicher. Okay. Ich meine, ich habe 250 und Warp-Tanz wollte ich so oder so haben. Moment, wie... Interessant. Dafür ist der Beat. Zum nächsten Abschnitt teleportieren? Nein! Sonntag ab 17:30. Ich würde ja fast schon gerne Pre-Show machen, also wirklich früh. Oh, okay. Also so, ne? Irgendwie so. Mal über die Gamelist drüber gucken und so an sich, was abgeht. Ja, vielleicht ganz interessant. Ich habe eine Orange bekommen. Noch eine Orange. Achso, die Orangen stellen quasi unterwegs mein Leben wieder her, ja? Also ich fehle. Ich habe nicht drauf geachtet, was hinter mir passiert ist. Orangen sind Consumer Birds, okay. Die Passage ist gerade ein bisschen stressig, weil ich kann nicht die Passage machen und gleichzeitig auf den Chat gucken. Können wir gerne machen. Ich hatte sowas so vor, dass wir eine Viertelstunde vor der JDQ-Pre-Show schon mal was mit den Zuschauern quasseln. Ich habe nicht an so eine Viertelstunde gedacht. Ich habe eher an so, also ne, so wirklich, ne? So die Schedule durchgehen und shit. Weiß ich nicht. Ich wüsste nicht mal, wie viel Zeit das im Anspruch nimmt, aber ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich so eine anderthalb Stunden Angelegenheit wäre. Besonders, ich meine, die GDQ selber macht ja wahrscheinlich auch noch Pre-Show. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass ist der feste Zeitpunkt für Ape Escape. War Ape Escape der erste Run? Ich glaube schon. So, vielleicht soll ich jetzt einfach mal auf den Screen gucken, damit wir hier mal endlich durchkommen. Und nicht irgendwie sinnlos rumfehlen. Kann ich hier Kram accessen? Verwende. Einfach mal unterwegs. So, sorry, Chat, I cannot read you. I need to concentrate my half eye, was ich noch hab, gerade zur Verfügung. Darauf hier durchzukommen. 18 Uhr ist Ape Escape 2. Gucken wir mal. Ich meine, Sif, weißt du noch, wie lange ihr gebraucht habt? Ihr hattet doch das. War das das Schedule oder war das, wo die Games das erste Mal rauskam, wo ihr nachgeguckt habt? Also wo ihr die ganze Liste einmal durchgegangen seid und ein bisschen über die Games gebrabbelt habt. Weißt du noch, Pi mal Daumen, wie lange ihr da gebraucht habt? Die Passage ist super zum Kämpfen, Ravi. Siehst du doch. Autsch. Hallo, Bolo. Bolo, hör auf mich anzualbern. Ich glaube, das war der Gamelist-Stream. Das waren diese verschwundenen Mädchen, aber jetzt sind sie... gefälschte Jungfrauen? Siehst du nicht, was hier los ist? Jemand verwandelt ganz normale Mädchen in falsche Jungfrauen.
Fälschungen. Ich muss mich übergeben. Gefälschte Meerjungfrauen. Moment. Also. Die gefälschten Meerjungfrauen werden also in Dosen verpackt, schwimmen diese Rutsche entlang und landen dann hier. Aber warum? Und wer steckt hinter all dem? Es ist der Techno-Baron. Techno-Baron? Arrgh, schon wieder verzählt. Wer stört da meine Konzentration? Oh, ihr habt 5 Stunden dafür gebraucht? Okay, ihr seid die komplette Submission durchgegangen. Okay. Ja, ich guck da später mal nach, oder also morgen. Sehr wahrscheinlich. Das war ich. Ich hab deine Meerjungfrauenfabrik und die gefälschten Meerjungfrauen gesehen. Und jetzt werde ich dich in den Fluss, genau wie diese riesigen Dosen. Mein Gott, meine Stimme stirbt gerade so hart. In die werfe ich dich übrigens auch. Wie bist du an meinem Technogrunt vorbeigekommen? Egal, diesen Ort wirst du niemals leben verlassen. Freu dich darauf, jetzt bei den Fischen zu schlafen. Muhahaha. What the? Wow. Bis gleich.